Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und bin zurück. Formel 1-Saison ist endlich beendet. Das heißt, ich kann ab sofort wieder ein paar mehr Videos aufnehmen. Ihr könnt mir weiterhin, oder einige machen das ja eh schon, aber ihr könnt wieder anfangen, mir Replays zu schicken, wenn euch, wenn ihr Lust habt, bei mir in meinen Replays aufzutauchen. Die Saison war anstrengend. Zum Glück ist das jetzt endlich vorbei. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann, weil aktuell steht ja alles noch ein bisschen in den Sternen. Bin mir nicht sicher, ob ich da noch dabei bin, wenn eine zu erwartende Impfpflicht aufkommt. Dann denke ich mal, dass das ohne mich gehen muss. Jo, 4 Wochen in der Wüste, erst Bahrain, 2 Rennen und dann Abu Dhabi zum Abschluss und dann noch diese komischen Testfahrten da. Und jetzt bin ich halt, wie gesagt, wieder zurück. Es wird kommende Woche eine Replay-Challenge geben. So um Weihnachten drumherum wird die anfangen und wird für 7 Tage gehen. Da muss man dann 150 Videoaufrufe schaffen, um zu gewinnen. Und zu gewinnen gibt es da ein paar von den Boxen. Muss ich noch rausrechnen, wie viele Boxen ich da verlosen werde. Aber wird auf jeden Fall interessant werden. Die meisten von euch haben ja schon Boxen geöffnet, habe ich selber noch nicht. Ich werde damit noch, ja, zumindest bis heute. Bis morgen oder bis übermorgen warten und werde dann ein extra Video machen mit 75 Boxen zum Öffnen und dann zur Jahreswende noch einmal so ein Video mit ebenfalls oder mit nochmal 75 Boxen. So, wir fahren jetzt mit Hunter for Real vom Clan 1 PDN im LP432 Stufe 8 Aufklärer der russischen Streitkräfte, Crewtrainer für den T100 LT, zweitbester Aufklärer aktuell, den es im Spiel gibt. Und wir fahren im 10er-Gefecht mit 9,8er Unterstützung auf Küste. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind Low Tier. Wir haben 29 Schuss Standardmunition, 13 Premium und 8 HE dabei. Durchschlag hier 176 mm bei 180 Schaden. Auf Premium 218 Durchschlag bei 180 Schaden und auf HE 44 Durchschlag bei 300 Schaden bei einer 85 mm Kanone. Wir fahren mit Rationen. Sichtweite ist hier das A und O. Tarnwert ebenfalls extrem wichtig. Ich denke mal, dass die komplett ausgebaut sind. Und schauen wir uns mal an, was der liebe Hunter for Real hier geleistet hat. Sehr aktiv am Anfang. Borask ist schon mal offen. Ja, es wird nicht geschossen. Denn der Borask hat bekanntermaßen eine sehr gute Sichtweite. Und da hat uns auch irgendeiner aufgemacht. Oh, das war gefährlich. 180 Schaden glatt am Renegade, der da auch nicht weiterfahren kann. Ich denke mal, dass wir hier gleich wieder weiterfahren können. Ja, ein bisschen was kaputt fahren. Okay. Leopard 1. Stufe 10 Aufklärer, Stufe 10 Medium. Der deutschen sehr genaue Kanone. Hervorragendes Fahrzeug. Es wird wieder geschossen. Wir gehen allerdings nicht auf. Das heißt, der Leopard steht da etwas ungünstig. Borask auf dem Rückzug. Abgeprallt. Leopard hat uns dann sofort aufklären können und uns da eine eingeschenkt. Gibt uns 359 und nimmt unseren Richtschützen raus, den wir jetzt zurück ins Leben holen. 1508 Schaden aufgeklärt. Das heißt, hat irgendjemand am Leopard ein kleines Exempel statuiert. Ich tippe mal auf dem FV 215 B183, der ihm da mächtig eine eingeschenkt hat. Der, wenn man es ganz genau nimmt, sogar das Potenzial hatte, mit einem Schuss rauszunehmen. Und mit dem Low Roll nimmt er ihm halt 1508 Schaden. Oder gibt er ihm 1508 Schaden, das ist schon ziemlich mies. Ziemlich mies. 0 zu 2 steht's. Läuft nicht so richtig in unsere Richtung. Muss dazu sagen, dass Küste nicht unbedingt die aktuell, oder nicht die allerbeste Scout-Karte ist. Dann gibt es deutlich bessere. Borask fährt hier Harakiri nach vorne. Kann man ihm was geben?
Daneben. Auto-Aim. Eingeschaltet. Da kriegt er eine. 309 mit HE. Herrlich. Na? Wo ist der böse Feind? Boraske rausgenommen vom Leopard 1. Wunderbar. 3 zu 4, jetzt sind wir noch ein Fahrzeug hinten. Und ich schätze mal, die AB-Linie wird gleich fallen. E50M und Centurion 1, weiß nicht, ob die es alleine halten können. Vor allem, weil sich dann T34-2 von hinten ranpirscht. Oh, ein Löwe. Den haben wir mit Sicherheit getroffen. Die Frage ist, ob wir ihn auch durchschlagen haben. Hier war kein Schuss drauf. 50 TP ist dahinter. T34-2. Mit dem können wir uns leider nicht anlegen, denn wir haben nur noch 740 HP. Su-130 steht hier irgendwo rechts. Ist nicht im Spiel. Okay, das ist natürlich eine Kanone, die fehlt. 130 mm, über 500 Alpha. Das ist scheiße. Muss man leider so sagen, das ist echt kacke. E50M wird hier gleich aufgerieben zusammen mit dem Centurion, da ist er raus. T30 hat sich darum gekümmert. Und auch der Centurion verabschiedet sich. Jetzt haben wir einen T110 E4, der da zu offensiv ist, hätte besser hinter den Gleisen gewartet. Aber hat sich da zu weit nach vorne gewagt. Da wird ein bisschen Munition verteilt. 1238 HP hat er noch. Der liebe E4. Kann sich schnell ändern. SDB1 rausgenommen. Als 8er ein 10er Panzer rausnehmen. Immer wieder eine Freude. So muss das sein. Was haben wir da? Was Polnisches. Auf Stufe 9. Ja, jetzt verlieren wir auch unseren E4. Unten auf der Halbinsel, über den Oho Conquera Renegade, können wir da zumindest recht gut aussehen. Jetzt werden wir gleich aufgehen. Okay, der 34-2 macht uns nicht auf. Da war noch irgendwas dazwischen. Position da um die 7er Linie, also von 7a bis 7c und von 7c bis 9c, die kann man recht gut verteidigen, wenn man Panzer hat, die Huldown ordentlich stehen können. Jawohl, T34-2 kriegt einer eingeschenkt. 172 Schaden. Wir wissen nicht, wo der T30 steht. 1000 Schaden aufgeklärt, 1239 Schaden war 1239 Schaden selber gemacht, 1914 Schaden haben wir aufgeklärt. 9 zu 7. Unsere Su-130 PM immer noch nicht im Spiel. Hat auch noch keinen einzigen Schaden abgekriegt hier. 50 TP könnte man mit zwei Schüssen rausnehmen. Der fährt allerdings idealerweise die Kiste Hull down. T30 offen. Da steht er. Da werden wir nichts abbekommen. Ah, nee, das ist zu wenig. Da fehlt der Kisti einfach mal der Bums. Der hat einen wirklich sehr guten Turm. Zumindest sind wir hier irgendwie allein auf weiter Flur. Seitlich in den Turm schießen ist sehr schwierig. Muss den Turm wirklich komplett nach rechts oder links drehen. Dass wir 90%, 90 Grad Aufschlagfläche haben. Dann haben wir die Chance. Aber so, denke ich mal, wird man abrutschen. Da schlägt irgendwas ein. T30 hat geschossen. Okay. 50 TP ebenfalls.
nicht mehr viel übrig, 256 HP. Schafft es aber auf jeden Fall noch, unseren AMX 50-100 rauszunehmen. Den können wir jetzt zirkeln. Und dann rausnehmen. Kill Nummer 2, 1495 Schaden ausgeteilt, 1914 Schaden. Aufgeklärt. 12 zu 10. Auf Gegnerseite noch ein TD. Das ist die Su-130. Jetzt wissen wir auch, wo die Badget-Arti steht. Nämlich da drüben auf E1. Wird auch gleich angepinkt. Also Hunter for Real lasse ich da nicht irgendwie lumpen. Sondern zeigt gleich an, woher da der böse Feind kommt. Es wird hier versucht, so wenig wie möglich kaputt zu fahren. Ebenfalls eine hervorragende Idee. Und jetzt werden wir hier die Badget-Arti jagen. Die hat leider den Vorteil, dass sie extrem schnell ist. Schnellste Arti und die schnellsten Artilleries kommen aus Frankreich. Ich denke mal, dass sie sich bereits ein bisschen verdünnisiert hat. Also Feuer und Bewegung, das kann die Arti auf jeden Fall richtig gut. So 130 gibt 303 mit HE. Weiß genau, wann er HE zu laden hat. Herzlichen Glückwunsch, das ist gut. Dann nochmal 84 nur, weil wir dann die Kette getroffen haben. Aber Schaden ist trotzdem dabei. Der ging daneben. Jetzt aber. Kill Nummer 3 mit HE rausgenommen. Das war unsere letzte. Jetzt geht es wieder mit Standardmunition weiter. Dann gucken wir mal, wo die blöde Arti steht. Kleine hässliche Kirschkernspucker. Und dann haben wir irgendwo noch einen Aufklärer, Elk Even 90. Ist nicht unbedingt für seine Kampfkraft bekannt. Daneben, mein Freund. Auto eben drauf. Trefferchen. Richtet nicht mal seine Kanone aus, das heißt, er wird wahrscheinlich nachladen, denke ich mal. Oh Gott, daneben. So eine Schweinerei. Holen dir. Wunderbar. Macht das Aufklärer mal besonders viel Spaß, wenn man zum Schluss dann die Artis aus dem Weg räumt. Da ist der LKW90. Jetzt versucht, dich zu jagen. Das Magazin hätte die Kapazität, um dich zumindest rauszunehmen. 220 pro Schuss, oder 220 Alpha-Schaden pro Schuss. Drei Schüsse hat er drin. Also einer müsste in die Kette gehen, damit du hier als Sieger vom Feld gehst, also dass du ihn ebenfalls noch rausnimmst. Der erste war schon in der Kette. Der zweite macht Schaden. Und der dritte macht Schaden, aber das nützt ihm jetzt nichts mehr. Alles reparieren, schnell, schnell, schnell. Den Kollegen Fahrer zurückholen. Jawohl, Kette gezogen. Versucht dich da auszumanövrieren. Mit Rammen kriegt er das nicht hin. Der Panzer wiegt so viel wie mein Frühstück. Also absolut ausgeschlossen, dass da irgendwie die Möglichkeit bestehe, dich da zu Tode zu rammen. 3500. 42 Schaden verabreicht, 220 Schaden geblockt und 1914 Schaden haben wir aufgeklärt. Hier ganz kurz muss ich dazu sagen, wir haben den Fahrer nicht zurück ins Leben geholt. Das heißt, wenn jetzt gleich XP verteilt werden, bekommt der Fahrer nichts ab. Sonst kriegt nur der Kommandant und nur der Richtschütze etwas. Der Fahrer bekommt keinen XP, wenn er verletzt aus dem Spiel herausgeht. Das heißt, auch wenn ihr zum Ende des Spiels irgendwo unterwegs seid und ihr habt das Versorgungspaket mit dabei, versucht den zurück ins Leben zu holen, vor allem jetzt gibt es ja recht viele XP, dass der ebenfalls zu seiner Erfahrung kommt. Ansonsten bleibt er dann, bleibt er nicht weit zurück, aber es ist halt so, für die Vollständigkeit halber macht das auf jeden Fall Sinn. Richtig geile Runde, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Statistik an. So, richtig feine Runde. Confederate gibt's und eine Orlix-Medaille. 123.000 nehmen wir ein, 2.350 XP haben wir geholt, ein bisschen Gedöns. Ein M ist das Ganze auch noch geworden, Herzklopfenbohr. Und ein M gibt's für 1.424 Basis-XP. Herzlichen Glückwunsch. Richtig, richtig gute Runde. Der FV-250-483, zwei Stufen drüber, hat... Hey, was machen wir denn hier? Sowas Freches? und macht nur ungefähr 700 Schaden mehr. Das ist eine recht magere Angelegenheit. Auch die anderen sehen da nicht so besonders gut aus. Vor allem, wenn ich hier unten gucke. Progetto ohne Schaden.
So 130 PM, okay, die war AFK. Naja. Gegnerteam, der Jagdpanzer recht gut dabei mit 4200 Schaden. 34 Schüsse abgefeuert haben wir, 25 getroffen, 20 durchschlagen. Einmal Splash Damage, wir haben 1189 Schaden über 300 Meter gemacht und haben 55.000 am Ende plus gemacht. Geht halt einiges für Konsumgüter und Munition drauf. Unterm Strich aber immer ein Plusgeschäft, denn ist ja ein Premium-Fahrzeug. Jo, 11 Minuten hat das Ganze gedauert. Und wir können absolut zufrieden sein. Richtig, richtig gute Runde. Vielen Dank fürs Einsenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Geule. Macht's gut und ciao.